Die Rini JFK Gedächtnisstätte. hier haben wir noch Sand drin, da haben wir noch sowas drin. Ach, guck mal, Kohle. Ah, schön. Hier ist noch Eisen drin. Da sage ich doch nicht nein, ne? Ja, wir müssen sowieso hier bald ausräumen, bevor die Sachen noch schlecht werden, ne? Bevor die Sachen halt noch schlecht werden. Aber ich glaube, Erde... Nein. Ist hier nicht. Kochtopf. Warte mal, wo war eigentlich... War das hier? Ne, wo war das nochmal? War das hier? Ne, wo war das denn nochmal? Wo kam man denn nochmal nach oben? War das nicht... Irgendwo kam man nach oben. Hä? Das muss doch noch... Oder funktioniert das nicht mehr? Das kann sein, ne? Das hat nicht mehr funktioniert. Ja, keine Ahnung, du. Weil hier hat sich ja nichts geändert. Und hier müsste... Oh Gott, ja... Hier waren wir ja gar nicht mehr. Ja, da gehen wir mal lieber schnell weg. Wie kam man denn nochmal nach oben? Ich meine hier, ne, mit einem Aufzug, aber... Ich sehe hier auch keinen. Hier, weißer Aufzug. Muss ich nach oben gucken, oder? Ah, so. Stimmt. Ach, guck mal, ein Grasblock. Oh. Ja. Ach, hatte ich das Glas... Ja, was soll ich dir sagen? Die Natur ist halt einfach unberechenbar. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Gut. Ich gehe mal wieder unten lang, ne? Ich glaube nicht, dass ich da lang komme. Ach, ja. Na gut. Reisende kann man nicht aufhalten, ne? Reisende kann man und soll man nicht aufhalten. Gut, ich mache wieder den Staubsauger hier an. Und dann nehme ich alles mit. Ich weiß, ich glaube, das ist unsere letzte Erde, ne? Ja. Gut, hier haben wir keine Erde mehr drin. Ich gucke nochmal hier, ob wir irgendwo Erde haben. Das ist keine Erde, das ist grobe Erde, ne? Müsste das sein. Ja, ja, das ist natürlich wieder was anderes. Haben wir hier noch Erde drin? Erde. Achso, ja. Das funktioniert natürlich nicht. Zack, zack. So, zack. Dann nehme ich die Erde nehme ich auch nochmal mit. Krass, dass wir... das hätte ich nie gedacht, dass wir die Erde irgendwann mal aufbrauchen. Ne, das hätte ich nie gedacht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich den Wegstein hier reinmache. Da bin ich echt am Überlegen. Pass auf, das mache ich jetzt einfach mal. So, tschüss. Den wollte Vergangenheit schon ja schon länger mal, ne? Aber dann machen wir den unten, dann sind wir nämlich hier direkt immer da. Ne? Und dann kriegen wir nicht immer Aua, wenn wir reisen. So. Heimat. Heimat. So. Ja, hier ist natürlich auch ein bisschen... Aua! Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Ich mache jetzt schon wieder was ganz... Ich weiß, ich mache schon wieder was komplett anderes, aber... Ja... So, pass auf. Wir machen die mal da rein. Und dann will ich mal ausprobieren. Kann man davon auch Dings herstellen? Ist natürlich gut, dass ich die bemoosten Steinziegel gerade schon wieder weggeschmissen habe, ne? Ich will das... Ich lass mich das kurz mal eben ausprobieren, ja? Damit wir da uns nicht immer den Kopf stoßen. Weil auf Dauer, ne, du weißt,
Das tut uns nicht gut, ne? Das tut uns echt nicht gut. Ich meine, für andere natürlich, ein Klaps auf den Hinterkopf, das, ne? Steigert das Denkvermögen. Aber bei uns, wir werden immer nur blöder dadurch, weil wir sind ja schon blöde. So, jetzt ist natürlich die Frage, hier, so, pass auf. Das geht. Ich weiß nicht, ich glaube, 12 sollten reichen. Ich hoffe, das funktioniert. Weil das wäre nicht geil, wenn wir uns nicht jedes Mal immer den Kopf stoßen würden. Ne? Das wäre schon echt ein Jumbo-Pläsier. Hallo, Hilfe? So, pass auf, dann machen wir jetzt den hier. So, ich gehe erstmal hier. Ja. Ja, sehr schön. Mega. Mega. Ne? Finde ich sehr geil. Das ist. Achso, wie sieht's denn eigentlich hier aus? In der ganzen Zeit nur 6, willst du mich verarschen? Alter. Ja, da muss sie irgendwann weg, ne? Warte mal, wir haben noch 2 übrig. So, machen wir so nochmal, ne? Ist dann hier nochmal ein bisschen dunkler. Gut. Alles klärchen. Gut, dann lass uns mal zurückgehen. Wir haben ein bisschen Erde dabei. Unsere letzte Erde tatsächlich. Hätte ich nie gedacht, dass wir unsere Erde jemals verballern würden, ne? Wir hatten ja immer so ein gutes Maß. Gut, jetzt haben wir auch längere Zeit nicht mehr, ne? Geterraformt. Gut. Huch, was ist denn hier los? Ja, okay. So, dann machen wir mal hier, ne? Ich gehe mal ein bisschen hier nach rechts, dass der da schon mal ein bisschen mitkommt. So. Ja, das wird's. Ne, bis hier vorne. So. Ne, hier müssen wir halt noch ein bisschen. Nein. Das reicht eigentlich fast schon, ne? Okay, hier mache ich noch zu. Ich hoffe, dass, ne? Ich habe keine Erde mehr. Ja, es ging schneller als gedacht. Hier würde ich gerne noch zumachen. Und hier noch ein bisschen. Ne, zumindest hier noch. Ja, müssen wir schauen. Wir haben hier natürlich wieder eine Riesenfläche zum Bauen, ne? Oh Gott. Ja, ich möchte nur ein bisschen Platz machen für die Kirche, ne? Die soll natürlich ein bisschen größer werden. Ja. Wie groß willst du die bauen? Ja. Ich sag mal so, wir wollen das natürlich, ne? Das sieht natürlich jetzt erstmal ein bisschen schäbig aus. Aber, ne? Wir brauchen wieder Erde, Freunde. Wir brauchen wieder Erde. Können wir irgendwas abbauen? Du weißt natürlich, Terraforming ist immer unser Spezialgebiet. Ich wollte ja eigentlich die Landzunge hier wegmachen. Ne, die komplette. Ich weiß nicht, kriegen wir da wieder Erde? Da kriegen wir auf jeden Fall wieder Erde. Aber auch viel. Das sieht fast aus wie eine Burg, ne? Du weißt, was das heißt, ne? Obwohl so viel eher, ja, je nachdem, ne? Na, guck mal, geiler Apfelbaum. Fruchtgartenlaub. Wie cool ist das denn, Mann? Verdammte Scheiße, Mann. Okay. Ja, es heißt, Freunde, lehnt euch zurück. Wo kommen die Kassenbäume auf einmal her? Hä? Hab ich die vorher nicht gesehen? So Riesenäpfel. Mit Riesenäpfel. Wie viele Äpfel haben wir bekommen? 54 Äpfel haben wir bekommen. Was?
Sag mal. Willst du mich verarschen? Wie viel Äpfel hängen da bitte dran? Ja gut, wir haben lange nicht mehr geterraformt, ne? Ja, normalerweise würde ich ja einen Speedrun durchmachen. Durchmachen. Aber, nö. wir brauchen auf jeden Fall erstmal so, Small Tunnel. Und dann bauen wir das erstmal so ab. Ich mache hier erstmal wieder so eine Abgrenzung. Dann machen wir das erstmal so, dass wir hier das haben, ne? Dass wir hier drauf laufen können. Alles andere kommt dann erstmal weg. Weißt du, wie ich das meine? Und dann können wir halt noch in die Tiefe gehen. Aber wenn wir das jetzt alles machen, dann haben wir immer das nervige Wasser da und das muss nicht sein. Weißt du, was wir machen können? Pass auf. Das ist natürlich noch besser. Aber erstmal machen wir so. Ja. Warte mal, ich zeig dir das sofort. Damit es natürlich noch ein bisschen schneller geht. Ne, weil wir haben ja unsere Fertigkeiten, die wir natürlich nutzen können für ein perfektes Terraforming-Projekt. Ja, ich muss hier komplett, das muss komplett weg hier. Also, von hier, das muss auch weg. Ich weiß halt nicht, wie tief das reingeht. Ich mache einfach mal jetzt so, ne? Pass auf, du wirst gleich schon sehen. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Nee, aber dann kriegen wir den Basalt schneller weg. Ist das Basalt? Ja, glatter Basalt, okay. Tiefenschiefer, wir haben hier auch wieder verschiedene Sachen. Super. Patup. Wir machen nämlich einfach ganz, ganz einfach. Ne? Shapeless und dann zack. Und dann gehen wir einmal hier durch. Ich glaube, damit sollten wir gut vorankommen. Hilfe? Wir müssen natürlich schauen, dass wir noch ein bisschen den Überblick behalten, ne? Da müssen wir halt echt schauen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, wenn wir erstmal, ja, wenn wir halt erstmal sagen, okay, pass auf, wir sind jetzt auf der Fläche, ne? Dass wir erstmal hier, nein, warte. Dass wir erstmal hier runterrattern, ne? Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das ist. Dann brauchen wir nämlich keine Angst haben, dass wir hier ins Wasser reingraben, ne? Klar, natürlich, das soll natürlich auch weg. Aber dann haben wir, glaube ich, ein bisschen bessere Kontrolle und ein bisschen mehr Übersicht. Ja, wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen, ne? Wir schauen einfach mal. Huch. Und Terraforming ist natürlich auch der beste Wegbegleiter, um Themen zu besprechen. Nur das Ding ist... Okay, das nützt hier gerade gar nichts. Nein! Hilfe. Okay, wir brauchen... Ja. Mir fallen gerade halt gar keine ein. Gar keine ein. Das Ding ist, wir brauchen auf jeden Fall... Ich gehe gleich nochmal schauen. Ja, da muss ich gleich mal mit der Dings her. Mit der Spitzhacke. Dass wir gleich nochmal zurückgehen und... ne? Pass auf. Zack, zack. Tools holen. Ich meine, die Erde können wir auch mit der Hand machen, ne? Das ist, glaube ich, kein Ding. Da nimmt er sogar den Sand mit. Ja, aber wie weit kommt man damit, ne? Das ist so die Frage. Wie weit kommst du damit? So. Machen wir mal hier. Zack. 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 Und zack. Und zack. Ja, der nimmt halt nicht immer alles mit, ne? Das ist so das, ja... Das ist so ein bisschen das Problem. Weil der halt dazwischen auch, ne? Wir haben ja gerade gesehen, glatter Basalt, tiefenschiefer, schwarzer Sand. Der hat halt zwischendurch andere Gesteine. Das ist natürlich ein bisschen... Achso, das ist Gravel. Sag das doch.
Da können wir doch so machen. Zack.